So, du siehst richtig, ich habe jetzt hier auf dieses Blatt geschrieben, dreimal dasselbe Gleichungssystem. Und zwar möchte ich dir zeigen, dass du jedes Gleichungssystem mit jedem Lösungsverfahren auflösen kannst. Es ist natürlich so, dass man jetzt hier spontan erkennt, dass es natürlich am sinnvollsten ist, das Ganze mit dem Gleichsetzungsverfahren zu lösen. Dann müssen wir nämlich nichts mehr machen mit der Gleichung. Ne, y gleich und y gleich. Ne? Also g mal fürs Gleichsetzungsverfahren. Dann müssten wir jetzt hier im Grunde genommen nur noch 8x plus 4 gleich 3x plus 14. Jetzt lösen wir das auf. Minus 3x, 8, 6, 5x. Plus 4 gleich 14 minus 4, 5x gleich 10 geteilt durch 5, x gleich 2. So, jetzt finden wir den y-Wert raus, indem wir jetzt den x-Wert hier in eins der oberen wieder einsetzen. Y gleich 8 mal 2, ne, weil 8x. Oder ich nehme mal die untere Gleichung, dann muss ich nicht so viel rechnen. 3 mal 2 sind 6, ne? Plus 14, y gleich 20. So, die beiden Werte bitte merken, weil die müssten ja eigentlich bei allen drei Verfahren rauskommen, weil ich ja gerade gesagt habe, wir können jedes Gleichungssystem mit jedem Verfahren auch lösen. So, hier nehmen wir einfach mal das Einsetzungsverfahren, weil das das zweite ist. Beim Einsetzungsverfahren ist es ja so, dass wir im Grunde genommen hier eins einzeln stehen haben und dann setzen wir das, was hier ist, für diesen y-Wert hier ein. Ne, hier ist es auch relativ simpel, wenn jetzt das y hier drin stehen würde, ist auch egal, wir müssen die Gleichung nicht erst auflösen, wir setzen einfach das, was hier steht, ein. Ne, das hier für dieses y hier. So, dann haben wir 8x. Plus 4 gleich 3x plus 14. So, und man sieht im Grunde genommen, das ist schon mal wieder genau das gleiche, was hier steht. Ist zwar nicht das Gleichsetzungsverfahren, wir haben jetzt zwar das Einsetzungsverfahren gewählt, aber es ist dann genau das bei rausgekommen. Wäre das y jetzt hier drin gestanden, würde das ein bisschen anders aussehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blödes Beispiel, aber das funktioniert generell mit jedem Gleichungssystem so. Man muss nur konsequent die Rechenregeln beachten. So, ich habe einfach das für y eingesetzt und wenn du das konsequent machst, kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. So, das Ganze löse ich auf, das spare ich mir jetzt, weil wenn ich das hier auflöse, muss ich zwangsläufig auf x gleich 2, y gleich 20 kommen. So, hier ist es schon etwas komplizierter, das ist ja das Additionsverfahren. Und jetzt muss ich ja gucken, dass ich das plus das muss ja irgendwie 0 ergeben oder das, nee, das ja nicht, oder das plus das muss 0 ergeben. So, damit ich würde jetzt das y nehmen, weil das am einfachsten ist. Wenn ich nämlich 1 der beiden mal minus 1 rechne, dann wird das nämlich hier minus mal minus 1. So, dann steht da nämlich minus y gleich minus 8x, weil ich das bei allen machen muss, minus 4. Und hier unten steht y gleich 3x plus 14, die lasse ich unverändert da. So, um nachher den anderen Wert rauszufinden, muss ich natürlich. Dieses hier ist mein neues Gleichungssystem. Da muss ich dann nachher hier diesen x-Wert einsetzen. So, jetzt addiere ich einfach mal. So, minus y plus y sind 0. Ja, gleich minus 8x plus 3 sind minus 5x, bleibt über. Und plus 14 und minus 4 sind plus 10. So, jetzt mache ich Äquivalenzumformung plus 5x, dann geht die darüber, dann habe ich hier 5x stehen gleich 10. So, jetzt teile ich wieder durch 5x gleich 2. Du erkennst, genau wie hier kommt das gleiche bei raus. Ne? So, jetzt setzt du diesen Wert wieder in eins dieser beiden neuen Gleichungssysteme ein. Ich nehme mal das obere. X gleich 2, also haben wir hier minus y gleich minus 8 mal 2, minus 8 mal 2, minus 4. Wenn du das Ganze jetzt auflöst, Punktrechnung vor Strichrechnung, also minus y gleich minus 16, minus 4. Ne, das kann man jetzt eigentlich schon sehen. Ne?
ich nehme das gesamte mal minus 1, dann drehen sich eben alle Vorzeichen um. Dann wird hier aus plus y und hier 16 plus 4 sind dann 20. Haben wir auch hier unseren y-Wert. Ne, welches Verfahren wir genommen haben, ist relativ egal, das wollte ich nur mal eben gezeigt haben. Für die Lernkontrolle ist es wichtig, dass du immer das Verfahren auswählst, mit dem du die Aufgabe am schnellsten und am einfachsten lösen kannst.